Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play Folge Die Zwerge. Ja, im letzten Part haben wir das Intro gespielt, den Prolog, wie das Reich der Fünften erobert wurde. Ja, und jetzt sind wir beim Hauptcharakter Tungdil und jetzt wollen wir mal gucken, was man hier so Schönes anklicken kann. Vor 30 Zyklen hast du hier zum ersten Mal den Schmiedehammer geschwungen. Niemand hat dir das Handwerk gezeigt. Es hatte dir genügt, dem alten Schmiedlot Ionans bei der Arbeit zuzuschauen. Wann immer die Schmiede leer stand, hast du geübt und mit Leichtigkeit das Handwerk gemeistert. Ja, ihr hört es, es sind richtig geile Dialoge in dem Spiel, deswegen da bin ich mal meistens still. Wir können uns das in Ruhe mal anhören, wir wollen ihn ja nicht durchhetzen. Ja, ihr seht's einfach mal gucken. Oh, den Amboss Es gab beobachten. eine Zeit, als du den schweren Hammer kaum heben konntest. Heute spürst du ihn fast nicht mehr und er fühlt sich wie eine Verlängerung deines Arms an. Das Schmieden liegt dir im Blut. Okay, ja, wir sind ja auch ein Zwerg. So, dann gucken wir mal unter das Tuch. Das war eine Axt. So, was haben wir denn hier noch? Ah, das ist bestimmt sein Schlafgemach. Was haben wir denn hier? Oh, ein Pferd. Du hast gestern Nacht an Sunjas Geburtstagsgeschenk weitergearbeitet. Die Kleine ist verrückt nach Pferden. Du hingegen hältst dich lieber von ihnen fern, wenn du ihnen nicht gerade Hufeisen anpassen musst. Zu viele Beine und viel zu groß. Alles, was du über Zwerge weißt, weißt du aus Büchern. Der göttliche Schmied hat die Zwerge geschaffen und du opferst ihm von Zeit zu Zeit einige Goldkrümel. Es ist das Wertvollste, das du Vrakas zu bieten hast. Okay, so, dann werden wir mal jetzt zu dem Magus. Hey, Unterirdischer, komm in die Küche, wir brauchen dich. Yolosin, ein Famulus der vierten Stufe und so etwas wie dein Lieblingsfeind unter den Magierschülern, wirft dir einen abfälligen Blick zu und verschwindet, ohne deine Antwort abzuwarten. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Tungdil, schnell, sonst verbrennt mir mein Gulasch. Du erkennst sofort, wo das Problem liegt. Eine Kette, mit der die Kessel über einen Flaschenzug bewegt werden, hat sich aus der Halterung gelöst und der Kessel sitzt auf der Feuerstelle fest. Die Last ist schwer und keiner der Magus-Schüler, die sich selbst beim Küchendienst für etwas Besseres halten, traut sich, etwas zu unternehmen. Man könnte sich ja die Finger verbrennen oder gar schmutzig machen. Ja, werden wir uns mal der Sache annehmen, der Halterung. Es wäre schade ums Gulasch. Ich habe nämlich Hunger. Hier, halt das. Ach, wir reden ein bisschen mit dem Argus. Weißt du noch, wie du mir den Bart mit irgendeinem Zauberkram gefärbt hast? Ich muss den mir abschneiden. Du streichst dir über deinen für einen Zwerg ungewöhnlich kurzen Bart. Verflucht, das ist schwer! Presst der junge Mensch aus zusammengedrückten Lippen hervor und lässt den Topf etwas absinken. Wage es nicht, mein Gulasch zu ruinieren, Bursche! Die Köchin mit den stattlichen Unterarmen funkelt den jungen Mann an und nach kurzer Überlegung verstärkt er seine Anstrengungen wieder. Mit möglichst viel Besorgnis in der Stimme sagst du: Oh, das sieht gar nicht gut aus. Zufrieden bemerkst du, wie Yolosin der Schweiß aus den Poren schießt. Das zahle ich dir heim, Unterirdischer. Na komm, wir reparieren das mal. Du elende Missgeburt! Einen Augenblick lang hoffst du, dass der Famulus tatsächlich seine Hand gegen dich erheben würde. Doch dann kommt er zur Vernunft und verlässt mit hochrotem Kopf die Küche. Ihr beide habt euch gesucht und gefunden. Jetzt wollen wir mal zum zum Magus. Wollen ja auch den Magier nicht warten lassen. Mal gucken, wo war das denn? Ich glaube hier, ne? Genau. Ich muss sagen, ich war auch erst so weit. Also jetzt 10 Minuten, 15 Minuten noch spielen. Weiter war ich auch noch gar nicht in dem Spiel. Mal gucken, was passiert. Und gleich geht's weiter. 75%. Erstes Spiel mal wieder mit Ladezeit. Meister Lord Ionan, Vrala sagte, ihr wünscht mich zu sprechen? Ah, Tungdil, komm herein. Dort drüben im Schrank findest du einen Beutel. Hol ihn bitte heraus.
Er enthält Artefakte meines ehemaligen Famulus Goreen, die ich ihm zurückgeben möchte. Er lebt am Schwarzjoch, 300 Meilen von hier entfernt. 300 Meilen? Eine lange Reise. Wen wollt ihr damit beauftragen? Ich dachte da an dich. An mich? Es gibt keinen besseren für diese Reise. Du hast dir einiges an Wissen angeeignet und bist beinahe ein Gelehrter. Manch Famulus weiß weniger über das geborgene Land und seine Bewohner als du. Es ist Zeit, dass du hier mal rauskommst und die Welt mit eigenen Augen siehst. Das würde ich gerne. So, eine große Reise. Mal fragen, was können wir denn fragen? Ich mache mich gleich auf den Weg. Sei auf der Hut. Pass auf den Sack auf und verliere ihn nicht. Palandiel sei mit dir. Und dein Vrakas natürlich auch. Ich breche sofort auf. Auf Wiedersehen, Lord Ionan. So, und jetzt beginnt unsere große Reise. 300 Meilen, ja, Da wollen wir mal gucken. Erstmal brauchen wir ein bisschen Proviant. Vielleicht kriegen wir den ja in der Küche. Gemüse, Brot, Käse. Aber mit der Köchin ist nicht zu spaßen. Viele schmerzende Fingerknöchel haben dich gelehrt, dass sie mit dem schweren Holzlöffel umzugehen weiß und dass sie möglicherweise Augen im Hinterkopf hat. Hallo, Frala. Hm? Ich brauche Proviant für 300 Meilen. Ich brauche Proviant für 300 Meilen. Du strahlst über das ganze Gesicht. Endlich bekommst du die Gelegenheit, einmal etwas von der Welt zu sehen. 300? Tungdil, das ist kein Botengang mehr, das ist eine richtige Reise. Warte, ich habe hier das Richtige dafür. Aber lass es nicht die Köchin sehen. Ich gehe zum Schwarzjoch. Ich werde einem ehemaligen Schüler des Magus ein paar Dinge zurückbringen. Du steckst das Schwarzbrot, die Würste und den Schinken ein. Genug Essen für die ersten Tage deiner Reise. Vielleicht treffe ich sogar einige Zwerge unterwegs. Frala wirft dir einen vorsichtigen Blick zu. Es ist ein heikles Thema, von dem du nicht lassen kannst. Es gibt nicht viele Zwerge hier unten. Du bist der Einzige in Idoslan, soweit wir wissen. Ich weiß, aber ich kann doch nicht einfach so aus dem Felsen geboren worden sein. Irgendwo in den Bergen habe ich einen Stamm, einen Clan, vielleicht eine Familie. Ja... Vielleicht. Frala hat dich schon mehr als einmal daran erinnert, dass Lord Ionan die Zwergenstämme angeschrieben hat und keiner von ihnen einen Zwergenjungen vermisste. Ich habe ein Geschenk für dich, ne? Da geben wir das. Ich habe ein Geschenk für dich. Du holst drei Hufnägel hervor, die du sorgfältig zu einem Schutzsymbol zusammengefügt hast. Es ist nicht das edelste Geschmeide des geborgenen Landes, aber... Ein Blick in Fralas Gesicht zeigt dir, dass es ihr darauf nicht ankommt. Sie strahlt vor Glück, als sie den Anhänger nimmt. Für mich? Aber warum denn? Weil du so etwas wie eine kleine Schwester für mich bist und ich dich vermissen werde. Hättest du ihr sagen können. Doch du belässt es bei einem Schulterzucken und einem schiefen Lächeln. Ich muss aufbrechen. Ich will heute noch ein gutes Stück Wegstrecke hinter mich bringen. Ich wünsche dir den Segen Palandiels und deines Gottes Vrakas, damit du unterwegs vor allen Gefahren geschützt bist. Hier, ein Talisman. Wann immer du ihn anschaust, denkst du an mich. Schelmisch zwinkert Frala dich an. Und daran, dass du mir etwas Schönes mitbringst. So, dann wollen wir es mal vor. Oh, hier ist ein Baby. Gucken wir da auch nochmal rein. Ich bin dein Pate, kleiner Wurm. Ich werde später auf dich aufpassen, so wie ich auf deine Mama aufgepasst habe. Die kleine Ikana greift nach deinem schwieligen Finger und lächelt dich mit großen Augen an. So, liebe Leute, dann würde ich sagen, wir haben alles eingepackt, dann kann unsere Reise jetzt losgehen. Was ich noch vergessen habe zu sagen, die erste Folge, die wir gespielt haben, die spielt 1038 Zyklen vorher. Also das sind 1038 Jahre. Mal gucken, was die Orks bis dahin angerichtet haben und die Alben im geborgenen Land. Die Reise geht jetzt los. Mal gucken, was uns erwartet.
Und es lädt und lädt. Wie schön, dich wiederzusehen, Lot Ionan. Es ist schon ewig lange her, seit wir uns das letzte Mal gegenüberstanden. Nudin, wie schön. Bitte, nimm Platz. Nein, aber danke, mein Freund. Die Angelegenheiten sind äußerst dringend und ich habe nicht viel Zeit. Du musst sofort nach Lius Nudin kommen. Das tote Land regt sich. Bist du dir sicher? Wie kommst du darauf? Ich entdeckte es vor ungefähr 60 Umläufen bei einem Besuch an der Grenze. Unsere Bannschranken sind schwächer und durchlässiger geworden. Die Albe haben ihr Land verlassen, ja, und eine große Rotte Orks ist in das geborgene Land einmarschiert. Konntest du den Zauber mit deiner Magie stärken? Nein, allein kann ich den Schaden nicht beheben. Wir brauchen die vereinte Macht der Sechs. Die anderen vier sind schon unterwegs hierher, aber wir brauchen auch deine Hilfe. Ich werde so schnell wie möglich nach Borista aufbrechen. Oh, und da du ja sowieso kommst, könntest du doch auch gleich die Gelegenheit nutzen und mir die Dinge mitbringen, die ich dir ausgeliehen hatte. Natürlich. Ich habe sie bereits in einem Beutel verstaut. Oh, vielen Dank. Wir werden deine Ankunft erwarten. Okay, der sah aber auch nicht gerade freundlich aus, dieser dicke Zauberer. So, das ist also unser Reisebildschirm. Dann gucken wir mal. Gehen wir mal weiter. Du erreichst einen kleinen See an einem Birkenwäldchen. Deine Füße schmerzen und deine Augen brennen noch immer vom ungewohnten Sonnenlicht. Dennoch kannst du dir ein Grinsen nicht verkneifen. Du hast am ersten Tag deiner großen Reise ein ordentliches Stück Wegstrecke hinter dich gebracht. Du schlägst ein Lager auf und legst dich auf dem harten Waldboden schlafen. Als du dich am nächsten Morgen erhebst, spürst du Muskelkater in deinen Beinen. Doch du verscheuchst die wehleidigen Gedanken und wirfst dir deinen Rucksack über die Schultern. Du bist ein Zwerg und Zwerge jammern nicht. Genau, Zwerge jammern nicht. Gegen Mittag, als die Sonne hoch am Himmel steht und dir erste Schweißtropfen auf die Stirn treibt, erkennst du etwa 100 Meter vor dir eine Bewegung neben der Straße. Einige Krähen picken an etwas im hohen Gras herum. Geh auf die Straße. Als du das Blut auf dem Weg siehst, versuchst du dir einzureden, dass es von einem Tier stammt, das zufällig genau auf der Straße von einem Jäger getötet wurde. Du weißt, dass das unwahrscheinlich ist, und deine Hoffnung schwindet vollends, als zwei menschliche Körper im plattgedrückten Gras neben dem Weg auftauchen. Zwei Leichen? Na, wollen wir mal gucken, was da jetzt ist. Da gucken wir jetzt nochmal. Oh, hier ist eine Leiche. Du blickst auf einen großen, breit gebauten Mann hinab. Er trägt eine dunkelbraune Lederrüstung, die mit Eisenplättchen verstärkt wurde. Ein Schwert liegt neben ihm. Wollte er sich gegen etwas oder jemanden verteidigen? Am Schwert ist kein Blut. Du erkennst dünne Stichwunden auf der Brust des Mannes. Die Stiche sind zu groß, um von Pfeilspitzen verursacht worden zu sein, aber zu schlank für Schwertwunden. Oh, da liegt auch noch ein Rucksack. Ein Rucksack, der vermutlich einem der beiden Toten gehörte. Er wurde anscheinend durchsucht und danach achtlos weggeworfen. Wir durchsuchen den Rucksack mal. Du findest einige Gebrauchsgegenstände, etwas Proviant und eine Landkarte. Auf ihr ist ein Reiseweg von Porista, der Hauptstadt des Magus Nudin, zu Lot Ionans Stollen eingezeichnet. So, Leute, unser erster Tag, was ist der? Minustag? Tag 4 des Abenteuers. Ja, wir sind aus dem Stollen raus, wir haben zwei Leichen gefunden und ich mal gucken, wie es weitergeht. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss und lasst mir Feedback da, Kommentare würde mich freuen. Also,
Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen und tschüss.